Wie funktioniert eine Triode? Was ist ein Steuergitter und was ist ein Arbeitspunkt? Erklärt an der amerikanischen Röhre 27 von Arcturus, entwickelt ca. 1927. Die 27 wurde hauptsächlich als Audionröhre in Radios benutzt. Da keine Messkarte zu dieser Röhre vorliegt, werden die Daten aus dem Datenblatt entnommen. Die Röhre wird typisch beschaltet. Die Heizung ist auf dem Stift 1 und 5. Stift 1, Stift 5. Die Kathode ist auf Stift 4. Das Steuergitter ist auf Stift 3. In diesem Fall ist es G1. Und die Anode ist auf Stift 2. Das Messgerät wird auf 30 mA eingestellt und ich mache einen normalen Leistungstest der Röhre. Die Röhre wird mit 2,5 Volt geheizt. Als Werte habe ich mir 200 Volt Anodenspannung ausgesucht. Dabei sollten bei minus 9 Volt 12 mA Strom fließen. Zuerst wird die Heizspannung eingestellt. In diesem Fall 2,5 Volt. Die Gitterspannung wird auf 9 Volt gestellt. Die Anode wird auf 200 Volt gestellt. Volt. Minus 9, 2,5. Der Faden ist in Ordnung. Es gibt keinen Kurzschluss zur Kathode. Keinen Kurzschluss zum Gitter. Gitter 2, 3 und 4 existieren nicht. Keinen Kurzschluss zur Anode. Und die Röhre hat ein paar Sekunden gebraucht wegen der indirekten Kathode. Das Messgerät steigt auf 15, 30. Also 60 wäre der Ausschlag für 30 mA. Das heißt, 16 bin ich jetzt ungefähr. Das heißt, ich habe ungefähr 6 mA Anodenstrom. Ich sollte eigentlich 12 haben, laut Datenblatt. Das heißt, wir kontrollieren nochmal die Spannungen. Die Heizspannung ist zu klein.
Das Problem am Neuberger ist, die Spannungen werden nicht stabilisiert, sie müssen im Betrieb nachgestellt werden. Besonders die Heizspannung und die Anodenspannung. So, stimmen jetzt beide. Da habe ich auch einen anderen Ausschlag am Messgerät, nämlich 30. Das heißt, ich habe ungefähr 15 mA Anodenstrom. So, jetzt die Erklärung zum Steuergitter. Das Steuergitter ist immer negativ geladen. Bei der Röhre ist die Kathode immer das Nullpotenzial. Alle Spannungen werden relativ zur Kathode angegeben. Wenn das Steuergitter negativ ist oder 0 Volt, besser gesagt, anders ausgedrückt, wenn ich auf 0 Volt das Steuergitter reduziere, hat es die geringste Steuerleistung. Das heißt, ich habe den höchsten Anodenstrom. Je negativer das Gitter wird, umso geringer wird der Anodenstrom. Das kann man jetzt hier einfach mal demonstrieren. Wenn ich die Gitterspannung erniedrige, also von jetzt minus 9 Volt erhöhe, zum Beispiel auf minus 20 Volt, habe ich jetzt einen Anodenstrom von ungefähr, also einen Ausschlag von 5,5, knapp 6. Je weiter ich hochgehe, umso geringer wird der Anodenstrom, bis hin zu 0, die Röhre sperrt komplett. Wenn ich jetzt aber die Spannung erniedrige, Richtung 0 Volt, steigt der Anodenstrom. Jetzt bin ich wieder bei meinem ursprünglichen minus 9 und gehe jetzt sehr schnell auf den Maximalausschlag des Messgerätes. Jetzt ist die Frage, die Frage ist, welche Vorspannung des Gitters wähle ich? Man sieht in den Kurven, die Kurven sind nicht gerade, die haben einen leichten Knick. Ich suche mir einen Punkt in der Kurve, wo die Steigung möglichst linear ist. In der Mitte dieses Punktes setze ich meinen sogenannten Arbeitspunkt. Das heißt, die Verstärkung nach oben und unten wird identisch sein. Das schauen wir uns jetzt am Oszilloskop an. Der Arbeitspunkt eines Steuergitters beschreibt den Punkt in der Kennlinie, in dem die Verstärkung des Minima- und Maximawertes identisch ist. Man sieht, einige Kennlinien sind linear, also fast gerade, während andere etwas in Klammern krumm sind. Mit einer einfachen Testschaltung, bestehend aus einer Triode, deren Steuergitter über einen hochohmigen Widerstand auf einen variablen negatives Potenzial gelegt ist, wird über einen Kondensator ein Testsignal eingespeist, in diesem Fall ein Sinus von 10 kHz. Dieser wird verstärkt und ebenfalls über einen Kondensator wieder ausgekoppelt und am Oszilloskop dargestellt. Zu sehen sind jetzt beide Sinuskurven, sowohl der Eingang als auch der Ausgang. Die Kurven sind beide über den Nullpunkt symmetriert. Wenn ich jetzt die Vorspannung des Gitters weiter in den negativen Bereich verschiebe, fällt jetzt auf, dass die Kurven nicht mehr überlagert sind, sondern unterschiedlich verstärkt werden. Also der positive Teil wird stärker verstärkt als der negative Teil. Wenn ich die Spannung weiter ins Negative verändere, wird es deutlicher.
Die Verstärkung hier unten ist kleiner als die Verstärkung oben. Der Sinus ist kein Sinus mehr, sondern irgendwas in der Richtung. Und je weiter ich die Spannung ins Negative verschiebe, umso schlechter wird die Verstärkung. Und vor allem die Kurve wird immer krummer. Und sehr deutlich ist auch zu sehen, dass der Verstärkungsfaktor im Minima- und Maximalbereich nicht mehr identisch ist. Man spricht hier auch von einem Clear-Faktor.